was in der heutigen krassen Folge passieren wird. Ich habe noch nie Kochvideos gemacht, obwohl ich eigentlich nicht kochen kann. Ich habe noch nie jeden Tag ein Kochvideo gemacht, obwohl ich nicht kochen kann. Boah. Was vor dem Video passiert ist. Dann gab es schon Abende auf jeden Fall, wo Leute danach erstmal gesagt haben, ich möchte erstmal ein paar Monate nicht mehr mit dir reden. Dann weiß ich, dass die geheult hat. Das ist das Einzige, was ich weiß. Und dann war die weg und danach meinte die so, ich möchte mehrere Monate erstmal keinen Kontakt mit dir haben. Dicker will er mich. Was haben der 1 Millionenste Einwohner von München? Die Ahornblatt-Flagge von Kanada, eine Boeing 787, das Christmas von Warm und die Wer würde er Folge mit Sturmwaffel gemeinsam. Self-destruct sequence activated. Genau, all diese Dinge hatten am 15. Dezember ihr erstes Mal. Das erste Mal Tonja-Video. Spaß. Bei Freddys erstem Mal in einem richtigen Tonja-Video haben wir ausgemacht, dass wir bei 35.000 Likes ein Ich habe noch nie zusammendrehen und dabei ein Getränk aus Kräuter trinken. Leute, was haltet ihr von einer Ich habe noch nie Episode? Nein, ich kann das nie wieder machen. Das wäre doch witzig, oder? Freddy hat uns davor gewarnt. Ich werde immer von Kräuterschnaps ultra aggressiv, also wirklich krass aggressiv. Und das ist die beschissenste Combo ever, ultra schwach. Doch wir wollten uns nicht einschüchtern lassen. 35, so jetzt, das ist mein letztes. Bro, das ist viel zu... Nein, wir kriegen das hin, glaub doch mal an deine Leute. Und ihr seid so krass, wir haben es hinbekommen. Heute wird abgerechnet. Viel Spaß. Bist du so out of control dann, oder was? Nein, klar. okay. Was haben wir noch, was können wir noch drehen so? Ja, was geht denn, kommt zu einem Ton? Ja. Ich hab, hey, was geht gesagt? Ich dachte gerade, wir werden in fremden Video. Mich fand's richtig ab gerade. Das war jetzt, kommen wir einfach raus. Machen wir einfach so Freddy. Was war das jetzt? Alter. Oh, sorry. So ein paar Wochen kein, ich hab noch nie gedreht. Das ist schlimm. Leute. Du darfst gar nicht trinken. Okay, sorry, fuck. Yo, was geht denn? Willkommen zu einem neuen Tour. Leute, wir haben heute einen wundervollen Gast am Start. Und zwar ist Freddy endlich bei einem Ich hab noch nie dabei. Warum bist du heute hier? Weil ich ein Alkoholproblem habe und mal gucken wollte, was mit euch passiert. Okay, aber stopp mal ganz kurz. Darüber sollten wir keine Witze machen, denn wir haben ja wirklich im letzten Video darüber geredet, dass du deine eigenen Probleme mit gewissen Dingen hast. Ich wollte eigentlich damit nur sagen, dass du immer gesagt hast, dass du Aggressionsprobleme hast, wenn du solche Getränke zu dir nimmst. Deswegen habe ich auch eben vor dem Video schon gedacht, ist das eine schlaue Idee gewesen, dich einzuladen? Aber du weißt natürlich... Was jetzt als allererstes kommt bei einem Tonja-Video? Karten? Die Vorstellungsrunde. Die Vorstellungsrunde, hallo, okay. Okay. Ich bin Toni. Toni, noch immer krass, aber eigentlich ist er gar kein normaler Mensch. Nein, auch kein Alien. Er ist Robinson Crusoe. Durch einen Zauber ist er aus unseren Kinderbüchern ausgebrochen. Wäre ich auch. Was will ich auf Nähe Kackinsel? Megedumm. Spaß, Schluck. Ich bin Freddy. Freddy. Okay, Sturmwaffel. Einen Sturm hat er nicht, aber dafür einen an der Waffel. Spaß. Freddy ist mit diesen Kindervideos bekannt geworden. Wie nennt man die noch gleich? Ach stimmt. Let's Plays. Heute wäscht er das Geschirr in einem Fingerfood-Restaurant und nimmt dort manchmal auch Videos auf. Alter, ich höre immer die scheiß Kamera weg. Bin ich einer von diesen YouTubers oder was? Spaß, Spaß. Er ist krasser Mafia-Boss und eigentlich Teil einer großen Internetverschwörung. Sieg de la Namuna Keudina. Yo, ich bin Nier. Nier. Keiner weiß, in welchem Universum er sich gerade befindet. Nier wird zusammen mit anderen YouTubern am Ende des Monats für das Licht kämpfen und Azeroth unsicher machen. Mega Opfer. Spaß, Spaß. Badass King? Das Ding ist, das wird dann so witzig editiert und so. Das wir so. Kannst du das danach direkt reinschneiden? Wie ihr seht, haben wir uns wieder Getränke gefüllt und wie ihr seht, hat Freddy schon einiges getrunken. Das ist nicht dein erstes Glas heute. Shish, ja. Das ist gut. Das letzte Ding ist Metall. Ich muss irgendwas Cooles, Rap-mäßiges ausgreifen und für die Leute so ein Ding rüber. Nein, hier sind alle Charakter willkommen. Du musst dafür keine Tattoos im Gesicht haben. Okay, Leute, wir kommen zur ersten Frage. Und die erste Frage ist, ich habe noch nie gefickt. Und wenn man das gemacht hat, muss man trinken? Ja. Ah. Ja, weiß ich jetzt nicht. Darf ich so, also... Ich will jetzt nicht zu nahe treten. Ich habe letztens mal alle Sexualpartnerinnen
aufgelistet und es war echt ein bisschen gruselig. Weil mit 25 Kilo weniger war es dann doch sehr viel einfacher. Und das war schon eine Liste. Hast du eine... Sag deins zuerst. Grobe Schätzung. Wie viele, was jetzt? Mit wie vielen? Geschlafen? Ja. Echt? Aber warum sagst du dann geheim und ich soll laut sagen? Das ist ja voll blöd. Ich zeig nur, okay? Okay. 2 plus 2 is 4! Okay. Verstanden? Ja. 2. Wann hattest du denn dein erstes Mal, wenn ich fragen darf? 14. Das ist frühreif, meine Meinung. Ja. Warum Nia? Was ist denn hier los gerade? Ah, Gast, ne? Die wissen das alle schon. Ja, eben. Stimmt. Von uns wissen die schon, Nia hatte mit 10. Du hast mich jetzt gefragt, wie hieß er? Ich habe noch nie zufällig jemanden nackt gesehen, den ich nicht hätte nackt sehen sollen. Wie fühlt ihr euch dabei? Wahrscheinlich, oder? Ey, sorry, aber das kann doch jeder einfach voll easy beantworten, weil jeder ist mal bei einem seiner Scheidungskind, einem seiner Elternteile irgendwie so reingeworfen. Ja. Und das hätte nicht passieren sollen. Aber real jetzt mal so, ich hab auch meine Eltern natürlich schon nackt gesehen. Ich weiß nicht, ich dachte mir immer so, muss nicht sein. Ja, ich bin jetzt auch nicht hingegangen, als sie gevögelt haben, hab gesagt, muss gerade nicht sein. Ja. Du? Ich erinnere mich auch noch an so Situationen mit so Umkleidekabine. Da bin ich auch aus Versehen. Da war ich noch klein, schwul und Oh, Jungskabine, sorry. Achso, ich darf ja die ganze Zeit trinken, sorry. Ich habe so ein Alkoholproblem. Ich sehe das und es muss weg einfach. Das ist so ganz schlimm. Gerade dafür ist das hier auch da, dass man lernt, sich zu beherrschen und so. Ich bin so am Schwitzen gerade, ich komme gar nicht klar. Ich habe noch nie jemanden vor Wut ins Gesicht gespuckt. Also, nur vor Wut? Das war die Frage gerade, oder woran muss man trinken? Was denn sonst noch? Ja, vor dem Gegenteil. Wie gefällt es dir so, Yoshi? Ist alles okay beim Arbeiten? Können wir ja mal ganz real sein, wir sind ja nur unter uns. Ich habe mal mit jemandem darüber geredet gehabt. Ist das sehr kinky, jemand anderen in den Mund zu spucken? Digga, würde ich behaupten, ist jetzt nicht so das 0815, glaube ich. Wie ist es bei dir? Hast du das schon mal gemacht? Nee. Deswegen habe ich ja nicht getrunken, was mich jetzt mega abfuckt, weil ich würde halt gerne... Jägermeister! Trinken. Ich wurde schon ins Gesicht gespuckt von Wut. Was? Ins Gesicht gespuckt vor Wut, ja. Vor Wut? Mhm. Aber dann trink doch. Deswegen zählt eigentlich auch, ne? Ja, klar, trink mal einen. Leute, da hat Nia sich fast versprochen, ne? Er hat richtig zugehört. Ich habe noch nie real gedacht, dass ich Revi schlagen möchte. Natürlich, das haben aber mehrere Schlücke. Und noch mehrere Schläge, Erklärung? Die durch meinen Kopf gehen. Erklärung? Ach, das wissen alle. Ich erkläre nur die folgende Situation. Das folgende Material mussten wir leider komplett rausnehmen, weil zu heftig. Weil ihr wollt dem danach auch ins Gesicht schlagen. Und er hatte dann halt so Leute da und dann war der halt... Wie Revi halt so ist. So wie ich auch bin. Ich tue jetzt auch so, als wäre ich... uns auch mal angespuckt ins Gesicht gegenseitig. Okay, ich glaube, die Story war ein bisschen zu heftig, Leute. Bis dahin mussten wir, glaube ich, ein bisschen was rausschneiden, weil es zu real war, würde ich mal sagen. Kommen wir jetzt zu einer neuen Kategorie. Warum jetzt eine neue Kategorie? Und diese Kategorie nennt sich Glücksrad. Ist die Kamera schon an? Gut, okay, nochmal an. Kommen wir jetzt zu einer neuen Kategorie und diese Kategorie nennt sich Glücksrad. Du denkst dir jetzt wahrscheinlich so... Lass mich raus, ne? Irgendein komisches Glücksrad-Game. Wir haben lange im Internet natürlich nach Dingen gesucht, mit denen wir dich irgendwie aus deiner Reserve locken können. Und das ist kein normales Glücksrad. Es ist ein Kräuterschnaps-Glücksrad. Ey! Aber, pass auf, wir sind da relativ fair. Du siehst die roten Felder, da musst du Kräuterschnaps trinken. Wenn du aber Glück hast, landest du auf MX. Weil du aber Gast bist, darfst du natürlich anfangen. Bitte. Hä, aber warum muss ich das jetzt machen? Ich habe alles richtig gemacht. Das ist leider die Regel. Ich habe alles richtig gemacht. Du musst jetzt einmal... Ja, dreh mal für mich. Soll ich für dich drehen? Ja, mach mal. Ich dreh für dich. Nee, doch nicht. Du weißt bestimmt, du hast hier so ausgemacht. Schauen wir mal. Oh. Übertrieben, Lack. Okay, dann muss man hier mal hinter das X gucken. Oh, da steht Spaß. Du musst also doch einen Shot nehmen. Scheiße, und da haben wir unseren Kräutertrunk. Ich habe euch ein Geschenk mitgebracht. Ich dachte, das könnte nicht passieren, deswegen, wenn ich nett bin. Ja, klein. Ich hab dazu gestimmt, ich trinke klein. Ja, aber alles guck. Gut. Nicht so?
Ich habe so lange nicht getrunken. Gib mir den ersten. Okay, pass auf. Wir machen einen kleinen Deal hier. Nein. Ich habe keinen Bock auf Deal mit dem Teufel, Digga. Wir hören ganz kurz mal, was die Zuschauer sagen. Nein, er soll es nicht machen. Er soll nicht. Nein. Spaß. Okay, die einzige Regelung, die ich mit dem Ding habe, ist, ich schütte mir die Scheiße selber ein. Weil aber, ich raste aus sonst. Aber, ich verprügel dich, Toni. Also, dann würden wir sagen, ist es jetzt dein Zug zu trinken. Ich finde das so widerlich, Alter. Ich komm gleich kotzen. Weil echt nicht. Ich finde manchmal den ersten Schuss eigentlich ganz angenehm. Boah, ist so schlimm gerade. Alles riecht danach. Kann ich einen davon trinken? Na klar. Da sage ich doch nicht nein. So, das war's fürs Glücksrad. Ich sitze gerade vor einer Kneipe, ne? Und alles dreht sich und mein Kopf geht immer so nach hinten. Das ist genau dieses Gefühl. Ich finde das so schlimm gerade. Ich will hier weg, Toni. Boah, du kannst dich bin so am Schwitzen. Ich komme gar nicht klar, weil ich wusste, dass es passiert und jetzt ist es passiert. Oh, du bist am Schwitzen. Das wäre eigentlich nicht passiert, ne? Hätte er. Jetzt haben wir noch nicht gesagt, aber eben als du reinkamst, hast du ja direkt gesagt, Alter, was ist denn da Precious an? Hm? Leute, wir haben ein kleines Recolor gemacht. Pride Edition, Inhale My Love Shirt. Ich wollte gerade sagen, swipe hier nach oben, um da hinzukommen. Aber ich wollte sagen, schaut in die Infobox, da ist der Link. Damit schwitzt man nicht. Guck mal, meine Achsel. Ja. Kein Schweißfleck. Hm. Können wir dir gerade Wasserflecken machen hier, damit es so aussieht, als wäre nur dieses Shirt? Bei mir ist, du musst ja keine Wasserflecken machen, wenn ich das hochhebe, ist, glaube ich, Game Over gerade, Alter. Du hast einen Pulli an. Ja, Fehlentscheidung heute, Alter. Ich weiß nicht, was hier los ist. Hallo, meine Damen und Herren. Ich komme aus der Zukunft, um Ihnen mitzuteilen, dass wir bald eine neue Währung haben werden. Die 2-Euro-Münze wird durch das Regenbogen-Lars ersetzt und die 500-Euro-Scheine durch das neue Spiced-Out-Shirt Priebe-Edition. Nutze deine Chance, sei richtig Alpha und schlag zu. spazedotklo.de. Ich habe noch nie mit jemandem geschlafen oder sexuelle Dinge gemacht, mit dem auch schon jemand meiner guten Freunde was hatte. Frage? Warte. Zählt das auch umgekehrt? Ich erst und dann Freund von mir? Ja. Nee, aber was real? Passiert hier in dieser WG? Geh doch mal weiter zu mir ins Zimmer jetzt. Nee, aber ganz real, also auf realer Basis. Damals, als ich jünger war, ist das schon so gewesen, dass das so normaler war. Ich meine, man hat sich hauptsächlich mit den Mädels aus seiner Klasse so was gehabt, so weißt du? Die war dann irgendwann so verbraucht. Nein. Doch, jeder hat das in der Klasse. Liebe Grüße gehen hier raus an. Namen wurden natürlich verändert. Nee, aber real, so in der war halt real jeder einmal. Ist doch normal. Also es gibt doch in jeder Klasse so. Nein, war aber bei uns gar nicht so. Aber das ist auch wirklich, ey, an der Stelle no slut-shaming und so, ne? Ich find die voll cool. Du hast auch getrunken, ne? Ja. Erzähl mal. Ich hab nicht gedacht an wen speziell, aber ich hatte auf jeden Fall schon mit einer was, mit der auch irgendwie irgendwer was anderes was hatte. So. Ne, wir haben noch nie Schwerter gekreuzt. Nö. Auch aus meiner Jugend so, ne? Achso, nee, ich hatte was mit einer und das war ganz, ganz schlimm. Und dann gab es da so eine Geschichte, während wir Sex hatten, die das ganz schlimm gemacht hat. Das ist voll schwierig zu erzählen. Okay, pass auf, Leute, ich glaube, wir müssen Freddy so ein bisschen mehr in unseren Reihen willkommen heißen, ein bisschen mehr zeigen, was es bedeutet, auf dem Turnierkanal zu Gast zu sein. Auf diesem Kanal ist es so, du kannst ganz real sagen, so, du musst nicht so um den heißen Brei reden. So, die Leute haben schon oft Penis und Vagina gehört. Nein, so darum geht's nicht. Das ist voll der weirde Shit, Toni. Kannst du das gerade das? Du hast gerade schon rausgeschnitten mit Revi, weil es zu real war. Was heißt hier willkommen heißen? Du tust so, als wäre hier alles okay. Und gerade war zu real. Das war Frage 1. Sexuell, was soll denn da passiert sein? Nein, die hat sich nicht bewegt einfach. Das war richtig weird. Okay. Als wäre die tot. Und ich habe gefragt, ist alles okay? Ist das consensual, was hier passiert? Und sie meinte, ja, alles cool. Ich bin einfach so. Und das war so schlimm für mich, dass es da recht schnell beendet wurde. Und dann hat ein sehr guter Freund von mir das auch gemacht und dann hat er mich nachts angerufen, in Klammern, verstört und meinte so, du hast ja keinen Scheiß erzählt, das ist ja echt absolut geisteskrank. Und das war ganz weird. Haben Sie uns das abgekauft? Dann lagen Sie falsch. Wir haben eine Spur gelegt, die in den Schlamm führt und gelogen. Also, ich find's gerade, ich verstehe das, aber ich denk mir gerade so, hat das nicht irgendwas Geiles? Nein, das ist wie eine Leiche ficken. Das ist ganz schön komisch. Ist sie ein Brett? Fick sie weg. Nee, war ja kein Brett. War alles Lach. Das war so, alles hat nichts. Nee.
Und das war dann auch so, kennst du diese Two and a Half Man Folge, wo diese Französin ist und die legt... Ja, kenn ich. Und sie sagt so, ja, mach alles mit dem Gürtel. Das, ja. Das, 100% das. So, und das war einfach so weird, so, weil ich war auch so, ist das, was passiert hier, machst du falsch? So, ich fand das so richtig komisch und sie war so, nee, alles cool, alles fein. Ich habe letztens ein Porno gesehen, den ich voll ansprechend fand. Und auf jeden Fall war bei diesem Porno so, dass da eine sehr hübsche Frau war, die geschlafen hat. Und dann ist die irgendwann aufgewacht. Durch was? So, weiter. Nächste Frage. Ich wurde noch nie aus einer Disco oder Bar rausgeschmissen, weil ich zu viel gesoffen habe. Mhm. Wer ist hier der Aggressive unter uns? Keine Bar. Ich war auch nie in der Disco. Wo denn? Einfach vor einer Kneipe, weil ich nicht mal mehr reingeschafft habe. Dann habe ich Taxi aufgemacht, davor gekotzt. Dann war noch ein Taxi, davor gekotzt. Und dann war ich im Taxi und habe meinen besten Freund durch den Dings vom Vordermann in den Nacken gekotzt. Und dann war alles voll. Jägermeister, ne? Ihr wollt das so. Ich kotze euch die Bude voll. Was wir machen können, wir können eine Runde Schnick, Schnack, Schnuck machen. Wenn ich gewinne, muss ich trinken. Wenn du gewinnst, musst du trinken. Oh, Battle-Herausforderung. Yu-Gi-Oh! Was denn? Er hat gewonnen, er muss trinken. Gefickt! Oh. War das gemein? Heute Schnaps? Oder hast du das gesagt? Könnt ihr kurz die Fresse ein? Guck mal kurz an deinen, weißt du, was auf der Tafel steht? Da steht halt mal kurz dein Maul. Okay, nee, jetzt mal real. Hier, das habe ich noch für dich. Ich habe noch nie Kochvideos gemacht, obwohl ich eigentlich nicht kochen kann. Crazy Sachen, die du dir vorhin dann aufgeschrieben hast. Sind sehr oddly specific. Wisst ihr, was ich glaube langsam? Toni hat ja seine Mogelkarten, wo er sich Sachen aufgeschrieben hat. Und ich glaube einfach, er kann nicht lesen. Ja. So, und er findet dann immer spontan Sachen. True. Aber kommen wir einfach zur nächsten Frage. Ich habe noch nie jeden Tag ein Kochvideo gemacht, obwohl ich nicht kochen kann. We have an announcement to make. Stop bullying! Boah. Es regnet. Es regnet. Und ihr wisst ja, was es heißt, wenn es regnet. Für euch zwei Shots diese Runde, weil die Kamera läuft. Jetzt wirklich. Läuft? So. Oh shit, die Kamera läuft wirklich. Aber ich muss selber drehen. Für deine Shots finde ich sehr gut. Ja. Oh, ja, dann oh. Drei Stück, ne? Da steht aber nichts. Frei! Freirunde! Nia ist dran! Okay. Ich soll für dich drehen, ja. Alles klar. Yay! So, next card. Nein, Spaß, wir machen real. Komm. Ja, alles cool. Ich bin ganz real, das gerade eben. Macht mir übel Spaß. Nein, ja, ich hab mich wirklich schlecht gefühlt gerade. Ja, ich will jetzt auch. Ne, pass auf! Ich drehe. Ich nehme trotzdem schon, egal was da ist. Finde ich sehr gut von dir. Das Ding ist, ich finde, eigentlich riecht es sehr angenehm. Finde ich auch. Ich habe noch nie jemanden seinen großen Zeh gelutscht. Weird flex, Leute. Ich will ganz ehrlich sein, Leute. Ich finde, Füße können sehr, sehr schön sein. Und ich habe auch schon, Zehen geleckt, gelutscht. Hab schon mal den Fuß in den Mund genommen, Alter. Den ganzen Fuß? Ja, also so weit, wie ich konnte. Ich habe ja nicht so einen ultra großen Mund. Was ist der Unterschied zwischen einem Stein und Spaß mit dem Rausschleichen? Ich möchte mich entschuldigen. Ich finde, das hat gerade einen ganz doofen Lauf bekommen, das Video. Deswegen werden wir jetzt wirklich mal wieder normaler. Und zwar kommen wir zu einer sehr emotionalen Frage. Und zwar, ich habe noch nie im Beisein meines Partners oder meines damaligen Partners geweint. Ich habe mir schon das Herz ausgeholt, Leute. Ich bin ganz ehrlich. Ich bin eine Heulsoße. Ich bin sehr sensibel. Aber wenn ich vor dir heule, bedeutet das was. Ich muss einfach mitspielen, so Improvisation. Ich weiß, dass jetzt eingeschnitten wird und darunter steht, haha, guck mal, wie ich Freddy hier verarscht habe, weil ich gerade Zombie. Okay. Hä? Was ist das? Das ist der Regen. Hörst du das? Was ist das? Alter! Das ist das Zeichen für die ultra heftigen Fragen! Bruh. Ich habe noch nie Drogen außer Alkohol konsumiert. Oh Mann. Ich finde manchmal den ersten Schuss eigentlich ganz angenehm. Kokaina.
Leute, die SD-Karte war gerade voll, komischerweise. Das heißt, leider wissen wir nicht mehr, wo wir aufgehört haben. Aber gut, nächste Frage würde ich sagen. Ich habe noch nie jemanden nach seiner oder ihrer Telefonnummer gefragt und dann nie angerufen oder geschrieben. Oh, fuck. Letzte Woche Freitag, ja. Ich möchte eine kleine Geschichte aus meinem Leben erzählen an dieser Stelle. Und zwar für die Leute, die gerade nicht wissen, wie man vielleicht ein Girl ansprechen kann, würde ich euch gern ein kleines Beispiel aus meinem Leben droppen, wo das sehr gut geklappt hat. Ich will nicht sagen, dass ich darin gut bin, aber ich will sagen, dass es in der Situation geklappt hat. Und zwar bin ich damals vom Kino aus mit der Bahn eine Station heimgefahren. So, und bin in die Bahn gestiegen und in der Bahn saß echt ein sehr süßes Mädel. Und ich dachte mir so, oh, die ist echt sehr hübsch. Die würde ich gern ansprechen, aber ich bin eigentlich auch immer sehr schüchtern. Und dann dachte ich mir, wird sich doch nur einfach irgendwas ergeben, dass ich irgendeine Idee habe, warum ich sie ansprechen könnte, was ich für einen Grund haben könnte. Und Leute, Gott hat mir geholfen. Spaß, ich glaube nicht an Gott. Aber dann hat es angefangen zu regnen. Und ich hatte natürlich einen Regenschirm dabei. Fresh. Und dann sind wir an derselben Haltestelle ausgestiegen und sie ist relativ weit vor mir gegangen. Und ich bin dann ganz schnell hinterhergerannt mit dem Regenschirm und habe dann so gesagt, hey, möchtest du nicht vielleicht auch mit unter den Regenschirm, damit du nicht nass wirst? Und dann sind wir ein Stückchen zusammen gegangen und ich habe sie unter meinen Regenschirm mitgeführt und habe dann natürlich auch noch ihre Nummer gefragt. Nice. Kann klappen, außer du siehst halt aus wie so Mongo und dann sagst du... Kann das auch sein. Mein Life. Kurz zusammengefasst in zwei Sätzen. Und jetzt wohnen wir zusammen und ich bin ein Mann. Ja, aber ich habe mich nie bei der gemeldet, weil ich dann im Endeffekt so gedacht habe... Die war doch ein Mann. Ich dachte mir so süß fand ich die doch. Oh, das ist schon gemein. Die guckt bestimmt die Videos jetzt. Vanessa, Grüße gehen raus, wie geht's dir? Ich habe noch nie... Die Frage ist, glaube ich, sehr heftig. ...mit einem Haustier über meine privaten Probleme geredet. Das ist ja voll die cute Story. Ich bin früher immer feiern gegangen bei uns und dann hatte ich noch meinen allerersten Hund. Das war ein Mischling aus Husky, Golden Retriever, Schäferhund. Oh, komplett cool. Weiß, riesengroßes Shit. Ding. So eine muskulöse Brust. Leider nur Einzelhund, das heißt, der wurde irgendwann so ein bisschen traurig. Und der war halt super süß, so aus dem Wurf von meiner Cousine. Da waren so 9 Welpen, der war so der erste, so voll das Alpha-Hündchen und so. Das war so süß. Als er älter geworden ist, wurde der so richtig krank schmusig. Mhm. Und immer wenn ich dann vom Feiern gekommen bin und irgendwie Abend war scheiße oder irgendwas anderes scheiße gelaufen, dann hat er mich halt immer so angeguckt, als er dann so da lag. Lag immer bei uns. Bin halt so ein paar Mal besoffen auf seinen Bauch eingeschlafen und mit dem immer über alles geredet und ihn so dabei gestreichelt und hat er mich so angeguckt immer. Und wir hatten so ein Ritual unter uns, da bin ich immer hochgegangen, hab ich ihn angeguckt, hab ich immer zugezwinkert und hat er immer so gemacht. Er hat immer so zurückgeblendet. Leute, wenn ihr das süß findet, gebt einen Daumen nach unten. Oh, zum Glück ein X. Zum Glück ein X, guck mal, zum Glück ein verficktes X. Da steht, glaube ich, auch vielleicht was hinter, vielleicht auch nicht. Ah, da steht Spaß. Spaß. Wenigstens seid ihr kreativ, ihr Schweinepriester, und schreibt zusammen. So. Jetzt klebt das doch nicht wieder da drauf! Dann cheers. Warte. Oh, da bin ich ganz. Etwas, was immer Klicks zieht. Fortnite-Content! Fortnite! Hi, Kids. Und dann zum Vergleich: Me in the Morning. Okay. You all day. Okay, ich würde sagen. Ganz kurz, Leute, nochmal. Kurzer Shishi-Moment für alle hier gerade im Raum, würde ich sagen. Ne? Weißt du, was aber richtig cool ist? Ja. Das wollte ich gerade erwähnen. Und zwar, Leute, wir haben ja noch einen Zweitkanal und da kommt ein Video direkt hier nach. Das bedeutet, ihr könnt dann sehen, wie Freddy hier nach drauf ist. Also es ist wahrscheinlich ab 18. Und weißt du, was ich sagen würde, um das noch witziger zu machen? Weil wir drehen ja auch noch gleich ein Video für dich. Wir trinken einfach jetzt die Drinks aus. Guck mal! Mr. Drink eben. Siehst du das? Ich bin komplett am Arsch. Ich bin so krank nervös gewesen. Das muss ich danach auf jeden Fall erstmal rausstellen. Ihr merkt, Freddy ist sehr aufgeregt. Deswegen, ich komm nicht klar. Zeigt ihm mal bitte ein bisschen Liebe, geht mal auf seinen Kanal, folgt ihm auf jeden Fall. Und wir, würde ich sagen, trinken jetzt nochmal den Drink aus. Und ich möchte an dieser Stelle auch, weil ich weiß, dass viele das mit Wasser zu Hause mitspielen, mit euch anstoßen. Hier. Ehre genommen. Vorhaut genommen! Leben genommen! Würde ich sagen. Und jetzt erstmal kotzen, so in das Glas einfach und weiter trinken. Okay. Leute, das war's für dieses Ton. Ja. Das Video. Wir drehen jetzt hier noch direkt ein Wir sind besoffen mit Stummerfüll. Das seht ihr auf unserem Zweitkanal. Außerdem
wird euch jetzt hier am Ende noch eingeblendet, ein Video bei Freddy. Shish. Ich finde, das macht überhaupt keinen Sinn. Wir machen ein Video hier, wo wir uns betrinken und machen dann betrunken dein Video, wo wir... Darf ich das spoilern? Ja. Wir essen da Sachen, die so 100.000 Scoville scharf sind. Digga, will er mich... Ihr müsst wissen, wenn man drunk ist, ich bin da noch mehr Pussy, bin ich ehrlich. Okay, Leute. Da könnt ihr draufklicken. Solltet ihr tun. Du hast die letzten Worte für diesen Kanal. Hallo. Okay, bis nächstes Mal. Ich brauche legit kurz ein Handtuch und einen Föhn, Alter. Guck dir das mal an, bitte. Guck dir das mal an, Alter. Ich bin komplett gefickt. Habt ihr euren Merch-Shit? Ja, haben wir. Damit schwitzt man nicht. Guck mal meine Achsel.